Hi, DaniZ hier und heute mal ein Video auf Deutsch. Ist ja relativ selten auf meinem englischsprachigen Kanal. Ich begrüße die wundervolle Band aus Frankfurt, The Tex Avery Syndrome. Hallo, hallo, hallo. Schön, Hallo, gut. dass ihr euch die Zeit genommen habt an einem Dienstagabend nach 9 Uhr. Und ihr seid gerade im Proberaum, wie ich gehört habe oder wie ich sehe. Ja, Probe war gut. Wir haben gerade geprobt und jetzt sind wir hier und reden mit dir. Ja, schön, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, machen wir eine mini kleine Vorstellungsrunde für die Leute, die euch noch nicht kennen. Wer macht was in der Band? Ich bin der Thomas und ich spiele Bass. Ich bin die Laura und ich schreie. Ja, ich bin. Warum bitte, warum lachst du da? Noch nie von dir gehört. Ja, ich bin Christoph und ich spiele Gitarre. Und ich bin der Nico und spiele auch Gitarre. Und manchmal schreit er auch. Manchmal schreie Und ich auch. der Alex, der ist in den Trumps, der ist aber schon heim. Auch das Kind ins Bett bringen. Ja, Genau. die Zeiten ändern sich, ich weiß schon. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt mal allgemein, ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen am Anfang an, bevor wir zum neuen Album gehen. Einfach mal geschichtstechnisch bei euch. Wie hat's denn, also ich habe die Jahre immer wieder mal von euch mal was ge gesehen, gehört. Aber wie habt ihr euch an sich zusammengerauft und wie hat es bei euch angefangen mit der Entstehungsgeschichte von der Band? Einfach, dass wir das nochmal kurz zusammenfassen. Also am sinnvollsten erzählt es vielleicht der Christoph. Ich bin das letzte Überbleibsel quasi. Also wir waren eigentlich mal, gab es mal eine andere Band, die hieß Reckless und eigentlich ist davon nur noch der Alex übrig geblieben. Ich bin dann irgendwann mit eingestiegen und dann irgendwann Laura, Ja, oder? das Ich glaube, war's. Laura ist dann mit eingestiegen und dann haben wir uns irgendwann entschieden, uns aufzulösen und dann kam Nico mit dazu und damals noch ein anderer Bassist. Und da haben wir dann ja quasi eine Band gegründet. Ja, es lief ja aber erstmal mit Reckless sogar weiter, oder? Ich glaube nicht, Nein. glaub, wir haben uns aufgelöst und dann haben wir Text gegründet. Also Das ging eigentlich nahtlos über. als ich dazugekommen bin, haben wir uns dazu entschieden, ein komplett neu zu starten irgendwie und komplett neue Lieder zu schreiben, neuer Name, ja, komplett neuer Stil, kein nichts vom Alten eigentlich übrig geblieben, außer die zwei verbliebenen Leutchen. Genau. Und Total. dann sind wir gestartet. War das stilistisch dann ähnlich oder habt ihr das komplett über den Haufen geworfen, dann seid ihr in eine andere Richtung gegangen? Nee, also ist komplett anders, würde ich sagen. Also klar, es war auch harte Musik, aber der Grund, warum wir die Band da vorher auch aufgelöst haben, ist, weil wir uns irgendwie musikalisch nicht mehr Nicht so auf einem eins Nenner, waren. ja, nicht mehr auf einem Nenner gefunden haben. Waren die Leute dabei, die irgendwie sehr unterschiedlich waren. Der eine Bassist ist dann ins Ausland gegangen und irgendwie wollten wir irgendwie was, jeder wollte irgendwie ein bisschen was anderes und dann haben wir gesagt, okay, es ist jetzt erstmal ein Cut an der Stelle und ohne Musik konnten wir dann doch nicht und genau, wir drei haben uns dann zusammengefunden, also der Alex, der Christoph und ich und haben überwiegend erstmal nur gejammt. Also wir wussten, wir wollen neue Musik machen, aber es ist auch nicht klar gewesen, in welche Richtung das geht und dann, ja, ist es auch wieder die härtere Gangart geworden, aber doch wesentlich moderner, grooviger. Ja. Und wenn wir jetzt mal zum Namen der Tex Avery Syndrome kommen, ich habe so ein bisschen gelesen, so Cartoon-Hintergrund, Looney Tunes etc., was ja auch in der Beschreibung von Noise Gate Records an mich ging. Aber wer kam auf die Idee mit dem Namen und der Thematik mit der Gesch oder ja, einfach mal ein bisschen was dazu. Okay, Jack ich Daniel. sehe schon so. So. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war eher so die Absinthphase damals. Nee, wir haben auch ewig nach dem Namen. Wir wollten halt dann zu klischee-mäßig irgendwie klingen. Wir sind dann irgendwie in die griechische Mythologie ein bisschen abgewandert, haben dann da gesucht, aber es war alles irgendwie nicht so richtig cool. Und dann irgendwann ich glaube, irgendein Freitag Nacht oder Samstagmorgen, je nachdem, ist mir nochmal irgendwas eingefallen, dass es mal irgendwas gab mit einem Cartoon, wo irgendjemand so die Augen rausploppen, weil er jemand Geiles sieht. Ja. Und wahrscheinlich hätte ich nur 5 Minuten googeln müssen, wenn ich nüchtern gewesen wäre, so hat es halt ein paar Stunden gedauert. Und bin dann halt irgendwann auf dieses Tex Avery Syndrom gekommen. Und das ist tatsächlich Das ein Begriff. dieser Augenrausplopp-Begriff ist das, oder Genau. wie? Haben sie bei den Simpsons auch irgendwann mal mit reingebaut. Da ist mir das noch so irgendwie ins Gedächtnis gekommen, dass es da mal irgendwie was gab, wo Dr. Hibbert irgendwann mal gesagt hat, naja, er leidet am Tex Avery Syndrom. Und ja, da wir ja eine Frontfrau quasi haben mit dem einen oder anderen weiblichen Vorzug, Ach, das war der Grund. hätte das gedacht. Und es wahrscheinlich auch einige Männer gibt, gerade im Ja. Metal-Bereich,
Das haben wir schon öfters erlebt, wenn wir beim Soundtrack irgendwie auf die Bühne gegangen sind und Laura kommt auf die Bühne, so ein doch eher zierliches Mädchen, sag ich mal, und dann losröhrt, dann fallen dann dem einen oder anderen ja, Hardcore-Metal-Fan dann doch mal irgendwie Augen raus und denken, wo kommt das denn her? Das heißt, wenn ich wollte, kommt hier wieder eine Frau aus Prinzip, oder was? Oder Nico lässt sich nicht machen, das geht auch. Ja, ich bin schon auf einem ganz guten Weg auch gerade, muss ich nicht so viel nachmachen. Ja, also für uns war auf jeden Fall klar, dass wir nicht so einen standardbösen Namen wollten, weil wir zwar harte Musik machen, weil wir sind echt eher lustige Gesellen, genau, und ja, das fanden wir irgendwie ganz cool. Also, dass man es nicht so übermäßig ernst nimmt, wie es doch manche Bands machen und irgendwas mit Cutting Flash etc. etc. oder ja, wie halt die meisten Standardnamen in der Richtung sind, ne? Ist dann auch mal ein bisschen was anderes von der Thematik. Und das ist das Gleiche, sehe ich immer, ihr habt auch öfters mal Diskussionen gehabt, gerade so im Slam-Death-Metal-Bereich oder irgendwas, dass dieses, mehr oder minder die Thematik hat sich seit Cannibal Corpse 92, Tomb of the Mutilated nicht groß verändert, irgendwelche Frauen kaputt machen in irgendwelchen Songtexten oder so, und dass auch vielen Leuten das mittlerweile sauer aufstößt, dass in der Death-Metal-Szene zum Beispiel immer so viel Frauenhass unterwegs ist. Mhm. Und gerade in der Richtung, gerade bei dir, Laura, hast du da öfters mal Probleme mit oder ist dir schon mal dir irgendwie entgegengekommen? Gerade so als Frau in der Szene? Gar nicht. Gar nicht. Ich hatte wirklich noch kein einziges Mal irgendwie einen negativen Moment, dass ich reduziert wurde darauf, dass ich eine Frau bin. Ja. Also vor allem auch nicht von den Männern. Also am wenigsten von den Männern tatsächlich. Ja. Die haben auch Angst vor dir, oder? Also wirklich, bis jetzt, vielleicht habe ich doch einfach nur Glück. Möglicherweise ist es doch anders. Was ich nicht hoffe, es wäre schön, wenn es bei jedem so ist wie bei mir. Aber ich hatte tatsächlich noch keine Probleme. Ja, da bist du, glaube ich, eine der wenigen, die relativ viel Glück hatte, weil gerade aus vielen Bekannten und Freunden oder Frauen in der Szene, die haben oft doch sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, auch dass sie auch, die schon länger unterwegs sind, seit 15 Jahren oder so, dass die dann vor allem in der US Death Metal oder Underground-Szene halt relativ viele Probleme hatten und nicht so die Anerkennung gefunden haben, wo sie das genauso gut machen wie die Männer halt natürlich. Aber ja, dann kannst du dich zu den glücklichen wenigen schätzen, auf jeden Fall. Es ist ja auf jeden Fall jetzt auch gerade wieder dieses ich will es euch gar nicht nennen, aber dieses Female-Fronted-Ding ist ja auch mega am Kommen und bekommt auch immer mehr Zustimmung vom jüngeren und moderneren Publikum. Also ich glaube, dieser Trend geht ein bisschen weg von diesem, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es kommt immer mehr, dass Frauen in der Metal-Szene viel mehr machen und viel Anerkennung bekommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also dass ich das, das ist auch mehr so in die, Mainstream kannst du es ja nicht nennen, es ist immer noch Metal, es ist immer noch Underground, aber das ist halt mehr so in den Blickwinkel geraten, das stimmt auf jeden Fall. Wusstet ihr dann, wo ihr dann auf den Namen umgeschwungen seid und sagt, ihr habt den Stil ein bisschen umgeschmissen etc., weil es da ein paar Diskrepanzen in der Band gab, wusstet ihr dann von Anfang an, was ihr dann machen wollt, oder hat sich das dann mehr oder minder so organisch beim Proben entwickelt, wie der Stil dann so kam? Also wir hatten nie irgendwie eine Band, wo wir gesagt haben, so wollen wir klingen oder sowas. Dazu kommen wir auch, glaube ich, alle aus zu verschiedenen Musikrichtungen und wir sind einfach die Summe unserer Erfahrung und unserer Fähigkeiten natürlich auch. Ja. Also wir würden auch gerne vielleicht andere Sachen machen, aber wir können es nicht. Du kannst es vielleicht nicht. Nein. Okay. Also es gibt natürlich schon ein paar Bands, die wir alle irgendwie gern gehört haben. So die groovige Metal-Richtung, ich sag mal Lamb of God oder so ein Zeug. Und aber trotz allem haben wir sehr viele unterschiedliche Genres, die wir noch hören. Und den Einfluss hört man natürlich auch hier und da. Aber wir haben uns nie festgelegt und gesagt, so, wir wollen jetzt genau das machen und das muss es jetzt sein. Wir haben sehr lange, bevor wir überhaupt einen Bandnamen hatten und wussten, was wir machen wollten, haben wir uns die Zeit gelassen, um zu jammen und wirklich einfach Songs zu schreiben und zu gucken, was funktioniert, wo wollen wir hin. Und das ist ja immer noch im Prozess, immer noch in der Entwicklung. Ja, das nächste Album kann irgendwie ganz, ganz anders klingen, aber es war eher ein organisches Ding. Ja. Und wenn wir jetzt zum Songwriting, zum Album Origin kommen, was ja jetzt am 4. Oktober, an einem Freitag, ne, am Tag der Deutschen Einheit rauskommt, wie war da der Songwriting-Prozess so nach und nach? Habt ihr das dann einfach so beim Proben oder seid ihr eine Band, die da beim Proben die Songs entstehen oder schmeißt ihr eure Ideen rein, jeder kommt mit ein paar Riffs an etc. und dann wird es so nach und nach gestückelt oder habt ihr so wie manche andere Bands nur zwei Leute schreiben die Songs und der Rest kommt halt dazu? Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Ja. Also es gibt
dass mal jemand mit dem Riff kommt und da wird dran gearbeitet. Manche Sachen entstehen beim Jammen. Eher die Ausnahme ist es, dass man mit dem fertigen Lied schon ankommt. Also damit immer noch angefeilt. Also was man vielleicht sagen kann, ist der Vorteil ist, dass der Thomas eigentlich irgendwann mal Gitarrist war und dadurch Gitarrenideen mit einsteuert. Der Christoph eigentlich ursprünglich irgendwann mal Schlagzeuger war. Ich kann nur Gitarre spielen und ja, Alex auch nur Schlagzeug, aber so gibt's schon immer ganz viele Ideen, die einfach mit rumwabern. Jetzt mal abgesehen von irgendeiner Riff-Idee, die vielleicht nur ein Gitarrist mitbringt, kann es auch immer mal sein, dass dann dadurch irgendwie andere Ideen beim Schlagzeug mit entstehen können. Und so ist es tatsächlich ein sehr demokratischer Prozess, wo eigentlich alle immer beteiligt sind. Wie sich ein Lied am Ende des Tages aufbaut, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr von einem Instrument möchte oder weniger, damit das andere besser zur Geltung kommt und so weiter. Also so ein ganz organisches Wachsen, bis wir dann irgendwann sagen, okay, wir lassen es jetzt und machen da nicht mehr dran weiter, weil also verbessern kann man immer oder weiterarbeiten, aber man muss es dann auch irgendwann gut sein lassen, weil es am Ende dann vielleicht auch nur noch ein Verschlimmbesser in der Situation ist. Deswegen dauert es bei uns auch immer alles ziemlich lange. Weil jeder da, muss man dann halt immer rumdoktern und nochmal Sachen verwerfen. Das stimmt nicht ganz. Also es kommt, manche Songs kommen schnell raus und die passen dann und bei manchen Songs wägelt man ein bisschen länger. Aber das wird jeder kennen, der in der Band ist. Manche Songs hängt man sich einfach ein bisschen länger auf. Da muss man einfach mal die liegen lassen und dann einen Monat später nochmal anpacken. Ansonsten ist es der übliche Prozess, man nimmt eine Demo auf, dass man so ein Grundgerüst hat und wenn die Sachen im Kasten sind, geht man ins Studio. Ja. Wie lange hat bei euch ungefähr die Aufnahme für das Album gedauert, wo ihr dann im Studio wart? Wie viele Tage habt ihr euch da Zeit genommen? Wir? Ja. Also es hat sich tatsächlich auch ziemlich lange aus verschiedensten Gründen gezogen. Der effektive Aufnahmetage. Ich würde sagen 12. Also reden wir jetzt ganze Aufnahmetage, würde ich sagen 20. Also redest du jetzt von 8 Stunden oder 12? Das ist eine Definition, was ein Arbeitstag ist, ne? Oder 24. Ich hätte jetzt mal von ganzen Arbeitstagen geredet, also die man irgendwie, bis man dann irgendwie sowieso die Nase voll hat. Also ich würde so... Also pure Einspielzeit. Es ist schwer zu sagen, weil wir immer mal so ein bisschen gestückelt haben und dann mal nur für eine Stunde oder zwei irgendwie da waren und was gemacht haben. Und, oder mal einen ganzen Tag. Es lässt sich so schwer addieren. Also aber bis wir dann im Endeffekt fertig waren, hat sich schon ganz schön gezogen. So, wie lange haben wir? Wann haben wir angefangen? Wann war es fertig? Ja? Nee, nicht ganz. Ja doch, es hat glaube ich schon insgesamt ein Jahr gedauert und muss auch dazu sagen, dass da irgendwie dass es ein Prozess war, auch mit dem Producer zusammenzuarbeiten, einfach in dem Sinne, dass wir nicht direkt wussten, was wir daraus machen wollen im Endeffekt. Und dann dauert es einfach Feedbackrunden, bis man sich dem annähert und bis man dann wirklich auf einem Track arbeitet und in die Richtung. Und wenn man über einen Long-Player spricht, dann ist es einfach ein ganz anderer Aufwand, der dahinter steckt. Also bei der EP ist das alles ja ganz, ganz lustig und so. Und dann hat man irgendwie seine 20 Minuten und das kriegt man auch super schnell hin. Aber wenn es dann auf einmal um das Doppelte oder mehr als das Doppelte geht, einfach ein riesen Batzen, der da an reiner Abarbeitung auch vor einem liegt. Also Feintuning und was weiß ich was. Und wenn am Anfang dann noch, sagen wir mal, so die Grundausrichtung für das Album erstmal unterschiedlich ist und man sich dann annähern muss, ist das halt einfach wirklich, und das neben der Arbeit macht, logischerweise, also für uns, ist das jetzt nichts, was dann so schnell funktioniert, sondern das dauert halt einfach seine Zeit und da sind wir meistens die ungeduldigsten, weil wir natürlich auch irgendwie ein geiles Ergebnis haben wollen und da irgendwie einen Perfektionismus haben, aber das ist einfach dann auch teilweise zäh, leider so. Ja, ich meine, ihr habt ja zwischendrin auch mal immer wieder mal ein Video veröffentlicht mit von der Single. War dann das Album teilweise noch nicht fertig? Das sagt, ihr habt das einen Song fertig, ihr habt dann halt ein Video gemacht, zum Beispiel für das Rage Gene, oder wie der Song?
das war wirklich so ein Status, wo wir gerade uns sicher waren, dass es in die Richtung geht. Also da haben wir quasi, da waren, war ein Song fertig und da haben wir gesagt, mach jetzt bitte Rage Gene auf der Basis fertig, damit wir das Video droppen können. Also so war tatsächlich der Prozess und dann ist es dann auch auf der Abarbeitungsseite vom Producer dann nochmal sicherlich auch anschließend daran, immer noch ein großer Job, dann eben alles richtig zu rücken, nochmal zu cutten und halt was, was da halt alles so dazugehört, bis dann am, im Endeffekt dann das finale Produkt dabei rauskommt. Mhm. Das ist auch keine einfache Band wahrscheinlich, was wir spielen, immer viele unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Parts aneinandergereiht, ja. Da kannst du nicht einfach mal irgendwie, könntest jetzt nicht einfach mal irgendwas kopieren oder sowas. Sondern das ist halt sehr, sehr, das ist dann teilweise sehr, sehr gestückelt, was dann am Endeffekt dabei also, rum. Nicht so wie es viele Bands machen, die nehmen halt ein Refrain auf und der wird dann Copy-Paste dreimal in den Song reingemacht und dann davor ein bisschen was und dahinter ein bisschen was, dass ihr dann halt ein bisschen mehr Abwechslung so im Song habt. Ja, ist ja genau was, das, was man ja auch haben will. Also wenn ja. man das, diese Copy-Paste-Verfahren haben will, dann klingt das halt auch irgendwie so. Und ich bin der Meinung, dass wir immer schon auf der Suche nach einem organischen Sound sind. Ja. Heißt, wenn der eine Chorus halt vielleicht nicht ganz so in die Richtung geht wie der andere, sondern so ein paar kleine, wir reden hier von Details, von ganz kleinen Details, ein bisschen anders klingt, finden wir das als belebend und ja, wie gesagt. Ich glaube, bei Betrayers ist es auch so, dass der dritte Refrain ein bisschen schleppender vom Tempo ist. Genau. Da hätte das auch überhaupt nicht funktioniert, das zu kopieren und so. Mhm. Klar, hier und da mal ein Refrain kopieren geht auf jeden Fall, aber wir versuchen da schon auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen und wie gesagt, es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber trotzdem kann man da nicht einfach die Vocals drauf kopieren oder die Gitarren drauf kopieren. Das war jetzt auch eher auf Songwriting bezogen, also dass das Songwriting es gar nicht zulässt, es zu kopieren, weil die halt dann was anderes spielen. Jetzt selbst wenn es dann möglich ist, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man es dann macht oder nicht. Ja. Ja, aber so wie ihr meint, also sowas macht es ja auch Songs oder allgemein Musik lebendiger als, ich finde, mittlerweile sind viele Bands, gerade so im Deathcore-Bereich, auch so mega überproduziert, auch mit, ja. dass die Schlagzeug nur noch super steril aufgenommen ist und es, ja, da fehlt ein bisschen so die Liebe, finde ich teilweise, also zumindest man hört es nicht mehr, deswegen stehe ich meistens auch oft auf so, nennen wir es mal so, mein Lieblingsbeispiel ist Crisium aus Brasilien, die Death-Metal-Band, die immer dreckige Brasilien-Death-Metal-Alben aufgenommen haben. Das vierte Album des Ages Venomenus haben sie damals versucht, einen cleanen Sound reinzubringen, richtig sauber produziert alles und es hat alles kaputt gemacht. Und danach haben sie gleich gesagt, okay, müssen wir ein dreckiges Album machen. Und das hat so das Herz rausgenommen und ich denke, das passiert halt auch oft bei vielen Bands, gerade auch wenn man ein Schlagzeug oder ähnliches aufnimmt, dass viele bauen ja gar kein Schlagzeug mehr auf. Ich habe auch schon so Freunde gehabt, die wollten irgendwie Album aufnehmen, gehen ins Studio, Schlagzeug reingetragen, was wollt ihr mit dem Schlagzeug? Wir programmieren alles, packt den Scheiß weg. Ja, also das finde ich, weil da klar, da hast du immer, das klingt halt immer perfekt, weil es irgendein Profi-Drummer perfekt eingespielt hat, aber da fehlt, also mir persönlich, eine persönliche Meinung, fehlt immer so ein bisschen die Dynamik dann da drin. Ja, kommt auch immer auf die Musikrichtung so ein bisschen drauf an. Wir haben halt schon so ein paar groovige, bluesige Sachen auch mit drin. Auch wenn unser Schreihals da immer alles irgendwie drüber brüllt. Aber das macht, glaube ich, dann im Endeffekt aus. Also es, viele Leute sagen, wir würden irgendwie Hardcore, Metalcore, was dann auch immer machen. Wenn man sich die Instrumente einzeln anguckt, also gerade so Gitarre, finde ich, da passt das gar nicht mehr so. Ne? Also die Vocals, aber wenn du dir Lamb of God anhörst, die sind ja auch mega plus inspiriert. Also keine Hardcore, Metalcore, ich weiß gar nicht, was das Metal. Was die fallen. Ja, ist auch Metal, aber... Ja, bei Metal kann man dann bleiben. Also es ist immer schwierig, dieses Schubladenpressen. Naja. Ich versuche es in meinen Reviews immer nicht ganz so arg zu machen, aber um die Leute halt irgendwie hinzudrücken, ja, ungefähr so in die Richtung könnt es gehen. Wenn ihr das mögt, könnt es euch gefallen. Ist immer ein bisschen schwierig, aber ich mag das auch nicht so gerne, dass dann immer so zack, zack, da rein und da passt es hin. Wir merken immer wieder, um irgendwas zu vermarkten, musst du es tun. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen Metal, weil Metal ist so breit gefächert, das kann alles sein. Naja, ja, richtig. Metal sein, es kann irgendwie, keine Ahnung, Thrash-Metal sein, also so einen gewissen Anhaltspunkt muss man einfach geben und wir haben auch Hardcore-Elemente, klar, ist so, ich würde mich uns jetzt nicht als krasse Hardcore-Band bezeichnen, hier und da gibt es Elemente, wir haben Elemente von Metalcore, wir haben Elemente von Metal, also es ist schon okay, dass das so betitelt wird. Ich glaube, was uns das so schwierig macht, das so einzusortieren, ist, dass wir einfach unsere Einflüsse immer noch so raushören
Und dann gibt's halt ganz viele verschiedene Sachen, die man wahrscheinlich dann, den einen Part könnte man dann in den Death Metal stecken und den einen Part könnte man dann in den Hardcore stecken, weil das Arrangement so passt, aber alles zusammen macht's dann halt zu unserem Ding. Ja. Also das heißt, es ist dann nicht mehr, keine Ahnung, ich denke mir jetzt nicht, wenn ich einen Song schreibe, oh, jetzt muss da unbedingt ein Hardcore-Part hin oder sowas, sondern ich habe dann halt eine Riff-Idee und die klingt dann hardcoreig, wenn der Alex darauf irgendwie einen Viervierteltakt spielt. Ja. Und wenn der Alex da einen Blastbeat drauf spielt, dann klingt das halt, was weiß ich wie, aber das ist mir doch scheißegal, wenn ich so ein Lied schreibe. Und das ist halt so die, keine Ahnung, deswegen ist es halt für uns, sagen wir mal, semi-wichtig, was da am Ende des Tages für ein Label draufsteht, solange wir uns mit der Musik wohlfühlen und Bock darauf haben, irgendwie, dass jeder Part kommt und wir uns auf den Part freuen können. Also ja. So hören wir Musik dann, also unsere Musik eher, würde ich sagen. Wir sind Gefühlsmusiker. Wir machen das jetzt. Also Muckel, Thomas ist tatsächlich so der technisch und musiktheoretisch versierteste. Nico und ich können nicht mehr losen lesen, glaube ich. Das kann. Also, aber nicht auf der Gitarre. Und nicht fließen. Also, wir sind wirklich, was sowas angeht, so primär Autodidakten und was sich einfach gut anfühlt, ist für uns wichtig. Ja. Ob das Ding jetzt irgendwie dann nach Schema F oder keine Ahnung, nach was für einer Lehre dann da irgendwie stimmt oder halt auch nicht. Ja, ich meine, man nimmt ja meistens die Sachen, die man kennt und die man mag, und macht sie dann sowas zu seinem. In der Form, wie ihr es halt dann in eurer Musik halt ausdrücken möchtet. Da wenn wir bei den Einflüssen schon mal sind, könnt ihr mal kurz und knackig so zusammenfassen für jeden, was euch mehr oder minder, ich finde es immer ganz interessant, welche Bands haben euch so ein bisschen in Metal gebracht, was hat euch so beeinflusst? Würdet ihr sagen, dass sagt, okay, ich will auch Musiker werden oder was machen? Oder könnt ihr mal kurz irgendwie so ein bisschen in eurer Vergangenheit kramen? Thomas. Also die bekannten Industriebands sind für mich Korn, Cold Chamber, und auch Mudvayne, halt jetzt speziell am Bass halt auch Mudvayne gewesen, ja. Die mich dazu inspiriert haben, Musik zu machen. Aber das, was wirklich gesagt hat, ich muss da auf die Bühne, waren halt kleine lokale Konzerte, wo ich mich so mit 15 Jahren hingeschlichen habe, auch gar nicht rein durfte, aber irgendwie halt über einen Kollegen reinkam und dann hat man auch ein Bier bekommen und hat dann die Leute auf der Bühne gesehen und ich fand die Energie toll und wollte das halt dann auch immer machen. Ja. Wer will? Ich hab so eine Band, geil, Wechselstrom, Gleichstrom heißt irgendwie mit abgekürzten Buchstaben. Also ich komme eigentlich halt irgendwie aus dieser Oldschool Rock-Richtung und am Anfang, als ich irgendwie mit, weiß ich nicht, Anfang 20 mit in so einen Metal-Schuppen von einem Kumpel mitgenommen wurde, hat sich für mich alles gleich angehört. Also ich konnte da noch gar nichts irgendwie daraus machen oder so. Ich habe halt damals mit Angus Young angefangen und hab dann da meine SG gehabt und hab dann da halt meine AC/DC-Riffs drauf gedüdelt und ja, wie gesagt, also auch musikalisch nie was mit Metal zu tun gehabt und eigentlich mit dieser musikalischen Vorkenntnis, also keine Ahnung, AC/DC plus halt irgendwelche anderen Rocksongs, bin ich eigentlich auch erst hier hingekommen. Also ich konnte jetzt keinen krassen Metal-Song von Lamb of God. Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon regelmäßig Metal gehört und so. Meine Lieblingsband ist Lamb of God auch in dem Bereich und wahrscheinlich auch das, was mich dann musikalisch am meisten beeinflusst hat. Aber ja, das rockige Gitarrenspiel habe ich als erstes gelernt. Also ich würde sagen, dass die Technik auch da am stärksten ist bei mir und dann erst alles andere mit der Band zusammengekommen ist. Bei mir war es tatsächlich, also der erste große musikalische Einfluss war sowas wie Aerosmith und dann halt Nirvana kam dann und darüber bin ich dann halt irgendwann zu Machine Head und Pantera und Soulfly, also die ganze Ecke Slipknot, so diese ganzen Breakbeat-Sachen und auch Fear Factory und sowas. Bis hin halt zu groovigen Sachen wie Bretzefer, eine ziemlich geile Band, wer es nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal from Israel geben. Ja, israelische Band, auch schon ein paar Mal in Frankfurt gesehen, ist auf jeden Fall eine Bank. Und ja, also von daher eigentlich auch bunt gemischt. Ne? Und ja, halt wie gesagt, eigentlich auch erst mit Schlagzeug irgendwie angefangen, von daher war Slipknot immer ganz cool. Ja. Und ja, ich glaube, das macht auch immer so ein bisschen was aus, dass also bei mir zumindest, dass ich so ein anderes musikalisches Empfinden noch habe, weil ich
beide Sichten quasi so ein bisschen verändert. Ich habe wie ein Schlagzeuger denkt, also ich kann mit unserem Schlagzeuger dann anders kommunizieren und sagen, was ich will oder was darauf passt, oder ich habe halt andere Ideen, was man dann halt auch noch irgendwie machen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so verkehrt. Manchmal ist es nervig, aber es hilft auch manchmal, glaube ich. Ich glaube, meine allererste Band, ich erinnere mich noch, ich habe Pearl Jam und Soundgarden gefunden in dem damaligen Kinderzimmer oder Jugendzimmer von meiner Cousine. Und bin dann erstmal über diese Crunch-Musik da reingekommen. Auch immer noch eine meiner Lieblingsbands, Pearl Jam. Irgendwann dann die härtere Schiene gefahren, auch Korn, Deftones, Tool, Slipknot, über dann damaligen Metalcore. Und ja, momentan höre ich fast gar kein Metal, interessanterweise. Musikalisch habe ich ganz klassisch angefangen. Ich habe im Chor gesungen, 10 Jahre. Und habe da Soul und klassische Songs gesungen. Und, ja. Ich habe auch im Chor gesungen. Sopran 1 in der 7. Klasse. Oh. Bis zum Stimmbruch, oder wie? Dann so. Danke. Ich habe im Chor gesungen und dann erst rumgeschrieben, weil es nicht mehr anders funktioniert hat. Angelo Kelly. Was hieß der so? Achso, okay. Der dann irgendwann die dicken Lippen bekommen hat, dieser Typ mit dem blonden Nachweis. Wie lang war der Engel? Ja, ist immer ganz interessant, das mal so zu hören, aber die Parallelen sind immer irgendwie so ähnlich. Ja, man fängt halt so mit dem softeren Zeug an, dann braucht man immer ein bisschen mehr. Und ja, bei mir war es eigentlich auch kurz ähnlich, ja, so, ja, Grunge, also Metallica, Nirvana etc. Und dann 96 habe ich mir die Great Stuff von Trendkill von Pantera gekauft. Das war dann schon so ein Game Changer für mich. Ja, dann ging es eigentlich relativ schnell weiter. Fear Factory, Manson, dann kam Dimmu Borgir noch dazu und so. Ja. Und dann kam irgendwann Death Metal, Dismember, das ganze Schwedenkram dazu und dann war es eh vorbei. In Flames war auch nochmal. Also nur die alten, die neuen. Die ersten zwei Alben, die Lunar Strain und Chester's Race, danach wurde es kacke. Also ich finde die neueste auch ziemlich geil. Geschmackssache. Ich wollte gerade sagen, da scheiden sich die Geister, glaube ich. Wer die neueste nicht kennt, sollte sich die echt mal anhören, weil die wesentlich härter ist. Und auch ja. In Flames, gute Freunde von mir, ja. Auf die lasse ich nichts kommen, eine der absolut nettesten Bands da draußen, die sich sehr, sehr bemühen um ihre komplette Crew und ihre Fans, und das ist sehr schön. Und geschmacklich lässt sich natürlich drüber streiten, natürlich sind die einen neuen Weg gegangen, aber was die live abliefern, ist einfach immer noch der Wahnsinn und das nach, keine Ahnung, 20 Jahren. Der Werbeblock ist hiermit beendet. Warte, Hashtag Werbung. Ich war auch dieses Jahr auf Borgholm Brinner, die haben ja ihr eigenes Festival in Schweden, war sehr schön. Ja. So, jetzt Werbung. Kein Problem. Gegen Karlskrone. Ja, das ist Aldi, ne? Ekliger Abgang. Ja, ich war auch beim Aldi, aber ich habe mir dann doch das echte gegönnt für 79 Cent. Geil. Ach so, Sau. Das ist ein Unterschied im Einkommen. Das ist einfach so. Ja. Ja, und auch noch aus dem Glas und sowas. Ja, okay. Ich werde langsam alt, ich muss trinken. Sorry, aber man wird langsam edler, ne? wenn wir schon sind, live etc., wie war denn euer Gig mit Walls of Jericho? Gut. Ja, sehr, sehr heiß. Ja. Oh ja. Also das Ding war gut ausverkauft. War es ausverkauft? Also auf jeden Fall war es gut. Ich glaube, in Weinheim schon, ne? Da passen ja nicht so viele Leute rein. Ja, also es war draußen gar nicht mal so warm, aber da drin, also es war echt unaushaltbar, uns ist die Soße runtergelaufen auf der Bühne und den Leuten im Publikum auch, aber super Stimmung, also war glaube ich eine Band vor uns, ich weiß leider nicht mehr welche. Forging the Storm. Die auch einen coolen Gig gespielt haben und dann geile Stimmung, also dafür, dass wir nur Supportband waren, ist ja nicht immer selbstverständlich, dass die Leute sich dann bewegen. Die Leute hatten mega Spaß, waren schon mitten dabei. Und dann, Walls of Jericho haben natürlich dann alles abgerissen, klar. Ja. Ich habe das letzte Mal gesehen, ich fand bei Walls of Jericho waren die Größen immer unterschiedlich, auch von den Konzerten oder wie bekannt sie waren in dem Jahr. Ich kann mir noch entsinnen, 2004, 2005 haben die mal in der Rockfabrik in Ludwigsburg bei mir im Club 2 gespielt vor 40 Leuten.
Und dann irgendwie ein, zwei Jahre später war dann irgendwie Jugendhaus Halsschlag, war komplett ausverkauft mit, keine Ahnung, 300 Leuten oder mehr. Und dann kamen die großen Impericon-Festivals etc. Und dann wurde es auch mal wieder kleiner und dann mal wieder größer, je nachdem, wie aktiv sie waren. Also das fand ich echt immer. Aber die haben immer gleiche Qualität geliefert, egal was sie gemacht haben. Aber immer, ich fand es halt nur schade, dass die dann immer mal so den Level hoch runter gefahren haben, was Bekanntheitsgrad anging. Ja, das stimmt, aber trotz allem muss man sagen, haben sie sich die ganzen Jahre gehalten. Die gibt es ja jetzt auch schon wirklich eine ganze Lang, Weile. ja. Und obwohl auch das jetzt lange gedauert hat, bis das neue Album, also das aktuelle, rauskam, haben sie sich irgendwie ihren Status erhalten und finde ich auch schön. Also ich weiß noch damals, es war eine neben der Arch Enemy-Sängerin damals noch die alte Ja. Walls of Jericho, die und OTEP. OTEP, ja. Die drei Frauen, die damals so rausgestochen sind, und das war für mich auch so oh, geil, eine Frau in der Band. Und ja, stimmt, Kitty gab es auch noch. Aber das war jetzt vom Geschrei her, sag ich mal, nicht ganz so brachial, aber das war schon damals so, geil. Da ist eine neue Band, der ist Walls of Jericho und da schreit eine Frau und Ja. ja. Sind ja vor allem alles noch saunette Leute. Das Ja. kommt dann auch dazu. Man hat ja wirklich auch so semi große Bands oder die ihren Zenit eigentlich schon hinter sich haben und die dann immer noch einen auf Boxer irgendwie machen und habe ich gehört. Ja, nee, aber muss ich schon sagen, also wenn ich die Leute mal so getroffen habe und die rumgelaufen sind, auch jetzt, letztes Mal ich Walls of Jericho gesehen vor 2 Jahren, da haben sie im Kellerclub in Stuttgart gespielt und da sind die auch ganz normal rum und haben sich mit den Leuten unterhalten, so ganz normal, also überhaupt nicht abgehoben oder sonstiges, aber auch, wenn wir jetzt bei Kitty vorhin waren, ich habe mit der Morgan von Kitty erst kürzlich geschrieben, weil die ja jetzt in eine neue kanadische Melodic Death Metal Band Car Chaos eingestiegen ist als neue Sängerin. Und die hat auch gleich gesagt, ja, Interview machen wir demnächst mal, das. Also die sind auch überhaupt nicht abgehoben, obwohl die mal so groß waren. Also Anfang 2000er mit dem New Metal Hype waren die ja wirklich mal riesig. Also mit Co-Headliner Ozzfest damals und so war ja schon krass. Und die waren ja, wie alt sind die? Die sind auch Mitte, Ende 30er erst. Also die waren ja damals frisch von der Schule runter und dann gleich so groß, das ist schon ein Stück, ne? Aber das. Es war, denke ich mal, auch der Zeit ein bisschen geschuldet, weil die Musik damals so gehypt war, ne? Weil heutzutage funktioniert das leider nicht mehr so, weil Metal etc. ist ja komplett aus dem Mainstream verschwunden, meiner Meinung nach. Wenn, dann gibt es nur noch Slipknot und Co. oder Metallica, die wirklich mal so ein bisschen in den Medien noch sind, aber sonst ist ja wirklich alles weg. Das war halt auch so eine Phase, wo nach dem Crunch dann auf einmal was Neues, Hartes kam. Ja. Das war dann irgendwie so System, Korn, Kitty, Deftones, Static X. Und Ja. es ging dann irgendwie ultra durch die Decke. Und heute erzählst du Leuten was von Nu Metal, die denken so, oh mein Gott, Ja. das würde, glaube ich, überhaupt nicht mehr ziehen. Vielleicht kommt ja mal Hat, wieder was. ja, ich Meinst du, denke, Heavy Metal vielleicht sollen kommt nochmal wir so eine Renaissance des Nu Metals. Würde mich freuen, damals zu der Zeit, als absolute Nostalgie, ich habe es geliebt. mal Jetzt, wenn ich mir manche Sachen anhöre, denke ich so, okay, wenn ich es jetzt hören würde, das würde jetzt rauskommen. wieder. Aber dann hängen diese ganzen Erinnerungen mit da dran Ja, und das mit trägt das dazu. Ganze immer noch relativ lang. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ja, ihr tut ja auch demnächst, oder ist das nur ein Gig mit Blind Ivy, den ihr spielt? Zwei, glaube Zwei, ich. ja. Zwei, ja. Ja. In Nürnberg spielen wir noch einen, also zwei Shows insgesamt. Ja. Genau, haben da uns halt mit deren Booker kurz verständigt und ja, kamen halt zwei Shows bei rum. Und ja, wünschen denen auf jeden Fall viel Spaß auf den anderen Dates, aber da war es für uns nicht möglich, da mitzuwirken. Deswegen sind wir auf jeden Fall froh, die in Hamburg und in Mörlenbach mit zu Ja, unterstützen. Wir haben euch. ich habe letztes Jahr mal eine komplette Show von denen gefilmt, noch mit drei Camps, wo die in Geislingen an der Steige gespielt haben. Also ein Kaff weiter vom Donster, wo der Nuclear Blast ist, um damit es ungefähr einordnen könnt, weil meine Schwiegerleute, die wohnen da, deswegen ist es immer geil, wenn da ein Konzert ist, dann kann ich immer kurz hin, dann wieder betrunken zurück. Das Album kam ja oder kommt jetzt, ich meine, ich habe es ja schon seit 6 Wochen oder so, in Original zu Hause, auf Noise Gate Records raus. Wie kam es mit der Zusammenarbeit? Wir sind geil und die wollten uns unbedingt. Okay, Also, ist eine Aussage, wir haben zum Zeitpunkt, als das Album fertig war, angefangen, uns bei Labeln zu bewerben in dem Sinne. Also wir haben es einfach an ein paar geschickt. Es würde jetzt bewerben, wäre zu viel gesagt, weil wir haben vielleicht drei oder vier ausgewählte kleinere Indie-Labels angeschrieben ja.
Und in der Hoffnung einfach, dass das uns beim Vertrieb unterstützt wird oder vielleicht auch ein paar andere Unterstützungen zukommen könnten, also ohne große Erwartungshaltung ehrlicherweise. Und ja, überraschenderweise kamen dann auch ein paar Antworten. Und ja, mit Noisegate haben wir uns eigentlich direkt gut verstanden, haben irgendwie ein Gespräch geführt, hatten auch ein gutes Gefühl, wie da die Erwartungshaltung an uns ist. Und also auch was, zukünftig. Auch was den Release-Termin angeht, wann wir das rausbringen können, was da noch genau an Vorphasen passiert und ja. Also einfach mit Vorpromo jetzt noch mit dem Penelum, ne, wo am Freitag rausgekommen ist. Genau. Ja, dass er halt vorher noch Videos macht etc., ein bisschen Promotion, dass die Leute auch ein bisschen geil drauf werden, ne, dass sie es kaufen. Ja, also sie bemühen sich wirklich sehr, auch was das Bestücken der Magazine angeht und alles, ja. Und genau. Sehr engagiertes Label auf jeden Fall. Ja, also die haben sich auch direkt und bei mir gemeldet, die Annelen heißt sie, glaube ich. Ja, genau. Genau, und die hat sich auch bei mir gemeldet und auch immer gleich bedankt, war sehr, sehr freundlich und dann gleich, ja, schicke ich dir zu, etc. Finde ich ja auch immer nett, dass auch Labels sich an so kleine Leute wie mich wenden. Vor allem, dass man das halt noch, ich habe gesehen, was die für ein Paket zusammengestellt haben und ja. Mich auch dazu. Ich habe das ja hier noch mit. Nice. Aber was mir aufgefallen ist, Quatsch. Ist euch aufgefallen, dass auf der Seite von der CD der Text Avery Sundrum steht? Du bist der Erste, dem es aufgefallen ist. Ja, mir ist sofort aufgefallen, wo ich es in der Hand hatte und dachte, das muss ich jetzt einfach bringen. Der Erste war der Alex, danach habe ich mich drüber aufgeregt und dann der Rest der Band und jetzt bist du dran. Ja, ich hab so gedacht, Moment, guck mir so an, so bla bla und ich habe ja auch bei meinem Instagram-Account das Album mal so ein bisschen so mit Artwork und so ein bisschen gepostet, so ein paar Bilder, das mache ich immer ganz gern und dann denke ich so, Moment, werde da doch anders geschrieben? Denke, ist das kein das Y, ist das ein U? Und dann, ja. Wir sind probably the most misspelled band in the world. Ja. Also wir haben schon so viele Verschreiber in allen möglichen, auf Flyern, hießen einmal Snydrom. Ja, gut. Das war noch das Süßeste. Ansonsten wird halt klassischerweise immer das E vergessen oder ja, ganz grob gelassen. Ich habe das E vergessen beim Review. Ja, ne? Süße. Ja. Von daher haben wir, also der Schreibfehler auf der CD war Absicht. Ja, genau. Das war dazu, eine Hommage an alle Leute, die uns falsch schreiben und so nach dem Motto, wir machen es auch nicht besser. Nein, das ist richtig, waren wir es ja nicht. Ja, das stimmt auch. Das ist eigentlich nicht unser Missbrauch. Ja. Pops noch. Ja, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder auf unserem Mist gewachsen, weil wir es nicht kontrolliert haben, aber egal. Ja. Ja, wenn es dann mal eine Neuauflage oder so ein Re-Release geben soll, dann ist die alte Version so kultig, weil Fehler sind ja beliebt, ja, ne? Die ist doch schon richtig viel wert. Wir schicken dir nochmal ein eingeschweißtes. Ich wollte gerade sagen, die tue ich dann einen Tresor und in 20 Jahren ist sie dann was wert. Ja. Oder kannst du Kamin mit anfeuern, je nachdem. Ich meine, ihr seht ja bei mir da so irgendwo da im Hintergrund, ich habe ja eine ganz gute Anlage. Ich frage ja immer gern, was läuft so im CD-Player in letzter Zeit bei euch? Einfach so, dass man guckt, was gerade so gehört wird. Aber was läuft bei euch bei Spotify in eurer Playlist? Also in meinem Auto, CD-Fach, liegt unsere CD tatsächlich immer noch. Keine Ahnung, ist super peinlich. Boah, ist das ekelhaft. Aber ich höre es nicht jeden Tag, also keine Ahnung. Ein narzisstisches Arschloch. In der also ich finde es immer noch gut, obwohl ich es schon so Unmengen oft gehört habe tatsächlich. Aber bei Spotify höre ich, ich habe tatsächlich das Rammstein mal eine ganze Zeit gehört, das Neue. Auch er guckt das Neue. Und dann habe ich das neue Stray from the Path, habe ich gehört. Haben die Neues? Ja. Okay. Also aktuell, oder? Ist doch, auch ganz schon neu, einen Monat. Echt? Haben wir doch gehört, oder? Nee, was haben wir gehört im Auto? Korn. Und ich höre momentan ganz viele Hörbücher, aber deswegen ist es schwierig. Das neue Korn-Album weiß ich noch nicht so recht. Also ich habe das jetzt auch hier liegen und auch schon mehrfach gehört, aber ich fand das letzte besser. Ja, sehe ich genauso. Also ich habe auch reingehört. Muss aber doch sagen, dass jetzt in den letzten Monaten für mich halt, also mein einer Bro, der Walli, der hat mir die neue Misery Index vorgeschlagen und die finde ich ziemlich geil.
auch wenn ich eigentlich so gar nicht dieses Genre so viel höre, aber das hat schon eine ziemlich Brutalität und die neue oder neue alte Discarnate hat mich auch weggefetzt. Ja. Und ansonsten, ja, also ich höre ja auch alles Mögliche und gebe mir halt auch gewählte tolle Trap-Musiker à la Suicide Boys und so derzeit, weil das einfach Spaß macht und das ist viel Bass dahinter, Subbass und Ghostmane und das wackelt alles. Das ist für einen Bassisten nämlich irgendwie toll. Vor allem durchs Handy. Ja, durchs Handy, genau. Ich höre nur Musik durchs Handy. Tool auf zwei, was ist Lautsprecher? Zwei, zwei Zoll? Nee, zwei Zoll kann es nicht sein. Zwei Inch. Sie wollte jetzt sagen, dass wir auf dem 2 Oh Gott, wie auf diesem Lautsprecher, der in dieser neuen Tool-CD mit drin ist, soll man sich Tool anhören. Habt ihr euch das echt gegönnt für 90 Euro, das Teil? Ja, bin ich bescheuert. Ich liebe Tool. Und ich denke mir so, es ist so unfassbar egoistisch, diese CD nicht für Normalsterbliche rauszubringen, die sich das leisten können. Also gibt es gar keine normale Version davon? 90 Euro. Gibt's das wirklich nur in dieser 90-Euro-Version mit dem Monitor? Ich meine, ich fand das ja geil bei der 10.000 Days mit dieser Brille, wo man durchgucken konnte. Noch Eis war und auch noch gut, aber ich höre mir doch kein Tool auf so einem eingebauten Lautsprecher an mit so einem scheiß Display, der nicht mal gut aussieht. Mit einem Tool, der Typ, der spielt über drei verschiedene Amps oder so, der jeder ist. Naja, egal. Ich sag jetzt, was immer mehr in der Spotify-Playlist drin ist. Es ist sehr wenig Metal. Ja. Es ist, ich höre tatsächlich viel Bangs. Mhm. Die macht so experimentellen, modernen Pop-R&B. Ben Howard läuft immer noch auf Dauerschleife, seit ich ihn entdeckt habe. 12 Jahre. Was soll ich denn noch? Super langweilig, Dermot Kennedy. Gehört. Lass mich ja gucken. Versuch's mit Leuten, die man kennt. Muss es neue Veröffentlichung sein? Ich höre irgendwie auch gerade sehr viel Citizen. Nein, es ist völlig egal, was. Einfach nur, was man gern so hört. Ich meine, ich bin ja auch so, ich höre meistens irgendwelchen Metal aus den 90ern, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, gut. Also, ich habe auch wieder so eine Citizen-Phase, die ich mir immer ganz gerne mal anhöre. Aber tatsächlich, Metal, neue coole Band, Fever 333. Sack, von dem Let Live-Sänger, die neue Band. Mega geil. Eine Metal-Band, die mich seit langem mal wieder geflasht, ist Kabal aus Dänemark. Ja. Na gut, Kabal gibt's mehrere Bands. Also es gibt eine, meinst du wahrscheinlich die, wo sich mit C schreibt, oder? Genau, mit C. Genau, von denen habe ich auch noch eine Platte, aber es gibt auch eine Kabal-Band aus Mailand. Das ist so Death Metal Hardcore gemischt, da spielt auch ein Kumpel von mir drin, der in Mailand wohnt. Ja. Und auch irgendwie gut zu hören ist auf jeden Fall Why She Sleeps. Gerade. Ja. Ich glaube, ich habe das vorletzte Album hier noch irgendwo rumfahren. Habt ihr auch mal gesehen als Vorgruppe von Linkin Park? Die waren auf jeden Fall besser wie Linkin Park. Die sind schon Linkin Park. Linkin Park ist ein großer Park. Ja, gut, die Zeit bei denen war nach 2004 vorbei. Ja. Genau wie Slipknot. Was ist in deiner Spotify-Playlist? In meiner Spotify-Playlist ist viel Robin Hood gerade und kein Fragezeichen. Pokémon, so Zeug. Aber eigentlich höre ich, ja, im Moment höre ich eigentlich recht wenig Musik, wenn dann wirklich wieder so alte Dinge. Ich habe mal eine kurze Zeit wieder so eine Limp Bizkit-Phase und habe da ein paar Songs entdeckt, die ich noch nicht kannte, die aber ziemlich geil ist. Ready to Go. Keine Ahnung, ob du das kennst. Ja, das war ja von, sollte eigentlich auf dem Stampede to Disco Elephants drauf sein, was seit 10 Jahren nicht kommt fast. Oder seit 2011, seitdem sie angefangen haben, wieder neue Songs nach dem letzten Album zu machen. Aber ja, ich habe meinem Sohn am Wochenende erstmal das erste, das $3 Bill Yell vorgespielt. Und er hat sich auch dazu bewegt. Also vielleicht, ich nehme es zumindest an. Das ist ein paar, ja, Früherziehung sozusagen. Naja. Sag perfekt. Mal, so wie man es jetzt sieht, so hat man es. Das Slipknot höre ich immer noch gern, also auch die alten Sachen. Ja. Also von ja, neuer hier ist echt schwierig. Oh, das sind Ginger hatte ich mal eine ganz krasse Phase tatsächlich. Ja. Ein oder zweimal gespielt, ich weiß gar nicht. Infected Rain haben wir zweimal gespielt. Da waren die halt auch noch relativ klein. Und jetzt, ich meine, die machen ja ihre Nordamerika-Tour ganz alleine, Headliner-Tour. Ja. Sau viel, also ich höre auch, Deutschland ist ziemlich viel ausverkauft schon. Also ist echt.
krass, wie die nach oben gehen. Ja. Das war so das letzte Neue, war eigentlich, was ich gehört habe, was ich cool fand. Ansonsten, ich gucke eher so YouTube-Videos, also Korn-Live-Dinge, weil ich den Schlagzeuger ziemlich sehr geil finde eigentlich. Und ja, im Moment eigentlich recht wenig Musik tatsächlich. Mochtet ihr das neue Slipknot-Album, wenn, wenn du es gerade davon hattest? Nein. Ja. Also ich fand das neue ganz, ganz schwierig. Ich fand, viele Songs haben geil angefangen und diese scheiß cheesy Refrains haben es komplett kaputt gemacht. Sie sind schon wieder härter geworden, aber es ist mega vorhersehbar. Ja. Also gerade die Drums und die Riffs, man hat das so richtig gemerkt, die wollen irgendwie nochmal auf eine alte Schiene drauf und haben das versucht zu modernisieren, aber es war irgendwie nichts Neues. Also ich hab's lieber, wenn Bands wirklich von sich aus sagen, ey, wir haben einfach keinen Bock mehr auf das alte Zeug, wir machen jetzt was Neues und du merkst, da ist irgendwie Herzblut drin. Natürlich ist da auch Herzblut drin, so, aber man merkt, man hat wirklich sehr versucht, wirklich alte Sachen wieder aufzugreifen und für mich ist es einfach zu vorhersehbar, was auf dem Album passiert. Ich find's nicht schlecht, ein paar Songs lassen sich richtig gut hören und ich finde es auch schön, dass die wieder ein bisschen härter geworden sind, aber es hat mich jetzt nicht krass gerissen. Ja, da bin ich wirklich genau deiner Meinung, weil ich fand viele Songs, ja, wie du sagst, härter, geiler und dann die Refrains waren mir zu soft und ich fand irgendwie, viele hassen mich, glaube ich, für die Aussage, ist mir egal, ich fand, irgendwann ist Slipknot zu Stone Sour geworden und Stone Sour ist zu Nickelback geworden. Genau. Ja, so ungefähr, ja. Haben die sich nicht mal gehatet so hier? Ja, das stimmt. Es hieß doch irgendwann, dass Nickelback härter sei als Stone Sour. Ja, stimmt. Da gab es mal so ein Meme, ne? Ja, ich muss sagen, ich liebe Corey Taylors Clean Vocals. Ich finde, das ist ein super, super geiler Sänger. Und ich höre auch sehr gerne, ich höre Stone Sour sogar lieber, als ich Slipknot höre. Mhm. Und gerade auch die Songs, die wirklich nur komplett ruhig sind von Corey Taylor, find ich super. Es sagt ja keiner, dass das jetzt kann, aber gerade die erste, zum Beispiel die zweite Platte, also die Self-Titled. Ja, und die Iowa so halt. Die ist einfach, die hatten beschissenen Sound, finde ich, aber die geht trotzdem so nach vorne und das war einfach, das war was komplett anderes. Ja, ich denke wie du sagst, die hatten ewig lang, jahrelang Zeit, das aufzunehmen. Und dann halt, klar, wie du sagst, 99, wo die Self-Titled rauskam, war es halt was komplett Neues. Und da hatten die halt auch noch ein bisschen Hunger und so, ne? Da waren die noch nicht so abgespeckerte Millionäre. aber ja, das war halt auch für die Zeit was ganz Tolles einfach. Also kann man so sagen, ja. Ich denke, wenn man heute bringen wird, wird es auch nicht mehr so funktionieren vielleicht. Hast du unsere EP? Nicht original leider. Aber weil das ist auch immer so eine Sache, ich meine, wenn du selbst in diesem Boot steckst und ich meine, zwischen der EP und der CD, die jetzt rauskommt, sind was, 3 Jahre dazwischen, da hat sich halt auch einiges getan. Ich meine, wir sind alle wie älter geworden, außer mir, und auch musikalisch hat sich da natürlich auch einiges getan. Und von daher ist es halt auch immer ganz cool, so von außen einfach zu hören, wie so die Entwicklung gesehen wird, was man selbst macht. Weil man selbst kriegt das, glaube ich, gar nicht so mit, wie man sich verändert, ne? Weil man erlebt es ja quasi. Naja, da gebe ich dir schon recht und ich mache auch den Leuten jetzt von Slipknot oder anderen großen Bands keine Vorwürfe, dass sie andere Sachen machen wollen. Man, jedem Künstler, Musiker ist das freigestellt, was er machen soll. Ich denke aber auch immer, dass es auch, wenn du selber ruhiger im Leben wirst, wird die Musik vielleicht ruhiger. Ich denke, das hat Slash von Guns N' Roses hat das mal ganz gut beschrieben. Er hat gemeint, er wacht jeden Morgen in einem seidenen Bett auf, er muss nicht mehr arbeiten gehen, ihm geht's gut, er hat immer Essen auf dem Tisch oder so, ihm geht's nicht scheiße, er kann keine Songs schreiben. Weil er nicht wütend ist und den Bedarf hat. So. Ja, mit dem Blues kommen die Songs. Ja, das ist wirklich. Stimmt. Na, da können wir ja noch viele Songs schreiben, wenn es danach geht. wenn wir gerade schon dabei sind, jetzt wollte ich noch so meine letzte Frage stellen, bevor ich euch nicht euren Dienstagabend komplett rauben möchte. Aber so wie es bei mir immer ist, wird es immer länger. Was habt ihr so konkret noch geplant, sag mal so in nächster Zeit, jetzt so zum Support zum neuen Album? Sag mal so, jetzt Ende diesen Jahres und nächstes Jahr. Weltruhm. Ich wollte gerade sagen Weltherrschaft. Ja. Also wir haben, jeden Abend. Na klar, unsere kleine Herbsttour, die wir hier haben. Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch an einem Video arbeiten. Was kann noch?
Ja, also an Projekten wird uns eigentlich, also uns wird eigentlich nie langweilig. Das war jetzt, das Album ist natürlich für uns der große Aufschlag in alle Richtungen. Also irgendwie die ganzen Videos mussten fertig werden, das Audio musste fertig werden, Layout von der CD musste fertig werden, Merchandise und was weiß ich was. Also da hängt ja immer ganz viel dran und das meiste davon macht auch Spaß. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Freiraum und da werden uns bestimmt wieder neue Projekte einfallen, wie, keine Ahnung, das Licht weiter verfeinern für unsere Live-Shows oder solche Geschichten. Und da haben wir ganz viele Projekte neben Songwriting, was wir jetzt auch wieder verstärken wollen, einfach. Neue Songs. Live spielen. Neue Songs. Live zu spielen. Mal gucken, wir wollen natürlich jetzt auch Anfang nächsten Jahres, ist auch im Gespräch, dass wir auch mal hier und da im Ausland spielen. Noch nichts fest Konkretes, was ich da sagen kann, aber das wäre natürlich auch schön, wenn das natürlich vermehrt die Chance besteht, dass man auch außerhalb von Deutschland ein paar Shows spielen kann. Ja. Ja. Also wer Lust hat, schreibt uns. Wir sind auch recht einfach zu Hause. Mit deinen Kollegen aus Mailand. Ja. Mach mal Connection klar. Ich hab genug Kontakte, also ich kann schon mal meine Lausche aufschalten, das ist kein Problem. Wenn du denkst, dass irgendwo passt. Ich spreche Italienisch, das Italien wäre mal geil. Ja, was geht. Nice. Wir sind auch an deutschen Gigs interessiert. Ja, klar, das muss nicht außerhalb von Deutschland sein. Solange es nicht im Frankfurter Raum ist. Ja. Da kennt euch schon jeder. Ich hab euch ja mal letztes Jahr auf dem Graveyard Festival gesehen, als Vorgruppe von Infected Rain. Mhm. Ja, also war, hab ein bisschen früh gespielt, aber war super. Danke. Dankeschön. Ja, das war's. Ich glaube, ich habe es gerade so geschafft, noch auf die letzten drei Songs leider. Im Verkehr alles, ja. Wenn man mal sprechen darf hier, das war ein ganz grauenvoller Auftritt. Wir sind eigentlich noch besser als da. Wir waren da schon echt gut. Probleme waren halt einfach die ganze Zeit. Dann bei uns ist alles ausgefallen, was man ausfallen kann. Die Gitarren und die Mikrofone. Und dann noch wenig Zeit und viel Zeitdruck mit Auf- und Abbau. Also es war wirklich, also das Festival wirklich super geil. Die Location mega cool. Der Stefan ist der Hammer-Typ. Der Stefan ist hat übrigens unser Logo damals designt. Also das Text Every Syndrome kommt von ihm. Also alles rundum mega geil, aber der Auftritt war so scheiße. Boah, das hat echt keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es für einen selber fühlt es sich immer richtig schlimm an. Nach außen dann kann man da doch nochmal ein bisschen kaschieren. Aber ja, es war ein spannendes Set auf jeden Fall. Ja, dann habe ich euch ja fast zu viel gelobt, ne? Okay, sind jetzt eigentlich auch schon am Ende, weil ich will euch auch in euren Feierabend entlassen. Zum Schluss lasse ich eigentlich immer so die letzten Worte an die Band, an die Zuschauer, noch irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben wollt. Außer dass hört euch Origin an. Ja, Mann, hört euch Origin an. Also erstmal, wenn ihr wirklich euch jetzt gerade alles angeguckt habt, noch dran seid, Respekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns mega gefreut. Wir sind auf Spotify, wir sind auf allen Streaming-Devices. Wir haben ein Album, ihr könnt es auch kaufen, downloaden. Kommt auf den Shows vorbei. Schreibt uns. Ja, schreibt uns einfach. Wir schreiben gerne. Wir spielen überall. Ja. Hochzeiten, Scheidungen, Spaß, Einschulung. Wir haben heute, also ihr müsst nicht aus Amerika kommen, um uns zu schreiben, aber wir haben heute zum Beispiel eine total süße Mail bekommen, die irgendwie aus Amerika kam und einfach nur gesagt hat, ich habe euch heute kennengelernt, habe euch irgendwie, habe eure Musik angehört und es hat mega Bock gemacht und das ist natürlich das, was uns irgendwie am meisten Spaß macht, wenn wir einfach jemanden erreichen, den wir nicht erwarten zu erreichen und der uns dann irgendwie ein Feedback gibt, wie viel Spaß er dabei hatte. Das ist mega, gibt einem mega viel als Musiker. Ja. Und geht zu Konzerten. Ja. CDs sind die eine Sache, aber das Ganze live zu erleben, das ist, guckt euch mal Bilder irgendwie vom Nordlicht an. Das sieht zwar auch ganz cool aus, aber ich glaube, wenn man da ist, ich habe es jetzt selbst gespielt. Vergleichst du es mit dem Nordlicht? Also Konzerte allgemein. Ja. Generell gibt auch kleine Shows. Wenn irgendeine Band da draußen noch einen Gitarrist
So, also ich bin da jetzt frei, ich habe gar nicht den. Ja, support your locals, ne? Ja, supportet auch die kleinen Bands, weil jeder hat mal irgendwie angefangen und ja. Keine Ahnung, wo das aber mal herkam. Danke fürs Zuhören. Achso, Nico. Dann in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch auch viel ganz herzlich, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich wusste, es bleiben keine 20 Minuten. Und dann wünsche ich euch was auf jeden Fall. Und ja, man sieht sich bestimmt mal auf dem Konzert. Ja, genau. Hoffentlich. Ja. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ciao.